mal die Ohren. Was gibt's denn? Ich hab dir einen Zielpunkt in dein Navi geladen. Dort steht ein schwarzer Wagen. Der Schlüssel steckt. Der Wagen muss zu uns in die Werkstatt. Ey, ich bin vielleicht neu, aber ich bin kein Abschleppdienst. Ganz ruhig, Brauner. Wenn ich einen Abschlepper bräuchte, würde ich die Gelben anrufen. Er kriegt eine neue Farbe und neue Papiere. Ach so, eine geklaute Karre. Okay, das ist schon mehr mein Ding. Noch ein kleines Detail. Was springt denn für mich dabei raus? Der übliche Satz. Ich habe keinen Bock, hier auf Infosäule zu machen. Frag deine Kollegen. Wie du meinst. Seh mir? Hey, ich denke, ich bin drin. Hab meinen ersten Job bekommen. Es geht los. Was geht los? Ich soll einen gestohlenen Wagen liefern. Setz dich in den Streifenwagen und halt mir den Rücken frei. Ich soll dir die Kollegen vom Hals halten? Ja, genau. Und dann lass mich entkommen, damit ich bei meinen neuen Freunden schön angeben kann. Du hast immer Wünsche. Na gut, ich komme. Alles klar, Semir. Ich bin bereit. Wir können dann loslegen. Okay, pass auf. Ich hol dich ein und nehme die Verfolgung auf. Geht klar. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Plan noch aufgeht. Ach, dieser Dauernörgler. Meine Pläne gehen immer auf. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner Verdacht schöpft. Also gib alles, um an mir dran zu bleiben. Du solltest lieber diesmal das Gaspedal richtig treffen. Ich werde es dir nicht einfach machen. Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. Ja, sie nannten ihn Schnecke. Los, gib Gas! Super, Semir. Du nimmst den Job ja verdammt ernst. Ich glaube, der Vorsprung ist nun groß genug, damit du aufgeben kannst. Ich denke, wir haben eine gute Show geliefert. Alles klar, dann schaff die Karre schnell weg, bevor die Kollegen die Fährte aufnehmen. Yo, bin dabei.
Da ist ja das gute Stück. Schwere Nummer. Ich hatte ordentlich Stress mit den Bullen. Da hat wohl jemand gesungen. Immer nur jammern. Schauen wir uns den Wagen mal an. Vielleicht kann ich dann mitjammern. Mama mia, das schöne Auto. Da kostet die Reparatur aber ein Vermögen. Du fährst jetzt mit einigen anderen Fahrern ein Knockout. Wer übrig bleibt, bekommt den Job. Klingt gut. Aber was sagt Marco dazu? Ha, Marco. Das lass mal meine Sorge sein. Oder klebst du an seinem Rockzipfel? Tja, dann trag doch schon mal meinen Namen ein. Standgehalten hat.
nicht standgehalten hat. Oder? Sieht so aus, als ob du demnächst mit den großen Jungs spielen darfst. Kann's kaum erwarten.